Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir haben beim letzten Mal von Cassandras Bruder erfahren und ein mördermäßig episches, ein quasi schon fast legendäres Reittier bekommen, nämlich einen Nack. Und werden jetzt hier noch weiter mit unseren Kameraden reden und zum Abschluss, ich denke, das wird in dieser Folge nicht mehr passieren, dann noch mit Cole und dann sind wir erstmal wieder mit den Gesprächen soweit durch. Die Templer schließen sich also der Inquisition an. Cullen hin oder her, das hätte ich nie für möglich gehalten. Siehst du, allerdings hätte ich nach Kirkwall auch nicht gedacht, dass irgendjemand freiwillig rotes Lyrium benutzen würde. Die Templer müssten eigentlich am besten wissen, was diese Scheiße den Leuten antut. Dass es noch mehr von dem Zeug gibt, reißt ein ziemliches Loch in meine Theorie, dass im Tempel nur rein zufällig rotes Lyrium herumlag. Wie schnell wächst rotes Lyrium? Wie schnell breitet es sich aus? In Kirkwall wurden die Leute erst nach Jahren infiziert, allerdings hat das Zeug dort niemand gegessen. Dieser Älteste hat es geschafft, das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, noch schlimmer zu machen. Das ist eine reife Leistung. Ja. Ich würde gerne weiterhin hoffen, dass es Zufall war, wenn ihr nichts dagegen habt. Sonst kann ich nachts nicht schlafen. Ganz ehrlich, ich denke, ich werde auf absehbare Zeit nicht mehr schlafen. Ich habe ein paar Leute beauftragt, herauszufinden, woher dieses rote Zeug kommt. Vielleicht sollten wir uns auf diese Frage konzentrieren. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit der Schwarzmalerei. Ihr habt gerade einen großen Sieg für die Inquisition errungen. Wie wollt ihr ihn feiern? Klar, volle Möhre. Gute Frage. Wir sollten feiern. Wie wäre es mit einem Bankett? Was haltet ihr davon? Ein Wort zu Josephine und ich bin sicher, sie kann alles arrangieren. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Stunde viel passieren wird. Ihr solltet diesen Moment der Ruhe genießen. Und falls in der Zwischenzeit die Welt untergeht, lässt es uns die Sucherin bestimmt wissen. Varric, noch mehr? Womit kann ich dienen? Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. So geht es den meisten. So, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich klicke das jetzt zum 1.000.000. Mal an. Womit kann ich dienen? Weil mich das immer irritiert und weil ich mir das nie merken kann, ob ich es nun schon angeklickt habe oder nicht. Darf ich euch etwas... Ihr wollt über mich reden? Okay, also sind wir mit Varric offenbar auch erstmal fertig. Dann gehen wir so rum. Hier ist zwar erstmal weniger los, aber dann gehen wir gleich zu Liliana. Dann gehen wir noch zum Kartentisch, denn wir haben ja die Quest in der letzten Folge bekommen von den Sturmbullen, dass die mal Redcliffe untersuchen. Liliana! Die Templer werden ein Gewinn für diese Inquisition sein. Zu schade, dass wir nicht auch die Magier für uns gewinnen können. Tja, leider sieht das Spiel nur eine Fraktion auf unserer Seite vor. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Dass sich die Templer der Inquisition angeschlossen haben, hat für unser Ansehen Wunder bewirkt. Die Leute vertrauen den Templern. Und jetzt vertrauen sie auch uns. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Dass sich die Templer der Inquisition angeschlossen haben, hat für unser Ansehen Wunder bewirkt. Die Leute vertrauen den Templern. So, okay. Liliana hat auch nicht mehr viel zu sagen. So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz zum Kartentisch. Hui! Njum, njum. Braucht ihr sonst Mutter Giselle, etwas, hast du irgendwas Neues zu erzählen? Wie ich höre, wart ihr maßgeblich daran beteiligt, die Hilfe der Templer zu gewinnen. Das ist gut. Und ich bete, dass diese Inquisition mit Magie besser umzugehen weiß als die Kirche. Schlechter als die Kirche können wir es kaum machen. Das sind harte Worte, die sich nur schwer verleugnen lassen. In gewisser Weise hat der Andraste die einfachere Aufgabe. Aha. Magie soll dem Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen. So sollte es sein. Leider verrät uns diese Weisheit nicht, wie wir diesen Zustand erreichen. Zu oft haben die Taten der Menschen ihre hehren Ziele schon zunichte gemacht. Wenn ihr die Bresche erst einmal geschlossen habt, werden wir sehen, ob diese Inquisition der Kirche näher steht oder ihrem eigenen Selbstverständnis. Oh, haben wir mit ihr noch gar nicht gequatscht? Wisst ihr, wie die obersten Klerikerinnen zur nächsten Göttlichen wählen werden? Das ist eine schwierige Entscheidung.
alle naheliegenden Kandidatinnen sind mit der göttlichen Justinia beim Konklave gestorben. Die obersten Klerikerinnen fürchten die Inquisition. Sie werden nicht schnell entscheiden und ich fürchte, ihre Entscheidung wird nicht weise sein. Wer auch immer gewählt wird, braucht die Unterstützung der Inquisition. Niemand sonst scheint in der Lage zu sein, die Bresche zu schließen. Wie haben die Leute das, was beim Konklave passiert ist, verarbeitet? Sie haben natürlich Angst. Viele von ihnen haben ihr Zuhause oder Angehörige verloren. Ich denke, viele von ihnen werden erst wieder ruhig schlafen, wenn ihr die Bresche geschlossen habt. Ich habe getan, was ich konnte. Alles Weitere ist Sache der Inquisition. Was wollt ihr sonst noch wissen? Was tut ihr, um diesen Leuten zu helfen? Meine Schwestern und ich haben die Verwundeten behandelt. Hatten wir das schon? So gut wir konnten. Einige Flüchtlinge haben Proviant bei sich. Andere kommen mit leeren Händen. Ich habe dafür gesorgt, dass alle genug zu essen haben. Abgesehen davon sehnen sich viele einfach nur nach dem vertrauten Klang des Gesangs des Lichts. Und irgendjemand muss diesen armen Teufeln schließlich Trost spenden. Okay, das sind die beiden Standardfragen. Dann haben wir das. Lebt wohl. Dann gehen wir jetzt zum Kartentisch und dann würde ich tatsächlich gerne mal testen, ob wir bei Josephine jetzt wirklich ein Bankett starten können zur Feier des Tages. Ich glaube ja nicht, wäre aber auf jeden Fall geil. In meinem privaten Spielstand habe ich, glaube ich, eine andere Antwort an Barry gegeben auf die Frage hin, wie ich das feiere. Ich glaube, ich habe gesagt, mit Plänen schmieden oder so. Schloss Radcliffe erkunden. Während sich die Inquisition mit den Templern in Farrenfalls Schanze befasst hat, ist es um die aufständischen Magier in Schloss Radcliffe ziemlich ruhig geworden. Was haltet ihr davon, wenn sich die Sturmbullen ein wenig im Schloss umsehen? Vielleicht finden wir heraus, was mit den Magiern geschehen ist. Leutnant Cremesius Aklassi. Okay, Josephine, es gibt zahlreiche Adlige, die jegliche Bemühung, Schloss Radcliffe von den Magiern zurückzuerobern, unterstützen würden. Liliana. Es gibt mehr als nur einen Weg ins Innere von Schloss Radcliffe. Mit den richtigen Informationen können die Sturmbullen hineingelangen, ohne dass es jemand bemerkt. Ich glaube, wir lassen es Liliana machen. Dann wollen wir doch mal bisschen sehen. Stealthy. Yeah. So, olé, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts und auf den zweiten auch nichts. Hätte mich auch gewundert, wenn da plötzlich was Neues auftaucht, obwohl wir überhaupt keinen Fortschritt im Spiel erzielt haben. Mein Gott, wir sind schon bei Folge 89 und ich bin immer noch in Haven und muss immer noch den Pfahlbruch machen und die Oase und hast nicht gesehen. Hammer. Was kann ich für euch tun? Oh. Schade. Wie sehen uns die Leute? Wir haben bei den Adligen viel Wohlwollen erlangt und sie Tschüss. Kein Bankett für uns. Oh. Das hätte ich cool gefunden. Hier so eine kleine Fete. Was weiß ich, hier am Feuer oder so. Ein bisschen chillig grillen. Solas. So, lass uns doch mal reden. Haha. Die Templer werden ihre Macht also nutzen, um die Bresche zu schließen. Jede Gruppe, die von einem Dämon verdorben wurde, muss sorgfältig beobachtet werden. Aber wenigstens wissen sie, wie man kämpft. Die Templer sind ein mächtiger Faktor. Das Ding, das sie kontrollierte, war nicht irgendein kleiner Dämon. Schön und gut, aber vergesst nicht, der Dämon, mächtig hin oder her, war nur ein Diener des Ältesten. Apropos, ihr solltet euch bereit machen. Wofür? Wofür? Oh. Diesen Ältesten. Ihr habt seine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Einmal im Tempel der Heiligen Asche und jetzt bei den Templern. Ein Wesen, das nach Göttlichkeit strebt, wird einen solchen Affront wohl kaum hinnehmen. Das klingt einleuchtend, lieber Solas. Und tschüss. Wir unterhalten. Wiedersehen. Ich finde das cool, dass so nach jedem kleinen Hauptquest-Teil die Charaktere immer so ein oder zwei Sätzchen dazu zu sagen haben. Ich mag das. Ich mag Hast solche du kleinen diese Details. Neue Elfen gesehen? Sarah? Die hat wirklich Feuer. Die würde dir das Auge rausreißen. So habe ich das doch nicht gemeint. Hallo, die steht neben euch. Ich finde es gut, dass wir alle zusammenkommen, um dem Erbauer zu dienen. Sagt es uns einfach. Ich hätte nie gedacht, dass die Inquisition auch Diebe rekrutiert. Ich danke euch.
Da lästern sie über Sarah und sie steht genau neben ihnen. Arschlöcher, ey. Mann, ey. Hier wimmelt es von Templern. Die besten Blechdosen sind hier, um uns zu retten. Die Burschen sind ziemlich nützlich, schätze ich. Sofern sie bleiben und tun, was man ihnen sagt. Aber genau das scheint ihr Problem zu sein. Ist hier bei Sarah auch immer so, wenn wir hier stehen, die NPCs sind nicht in der Lage, drumherum zu laufen. Die Wege sind da auch nicht gut programmiert. Ich bin nicht sicher. Mögt ihr die Templer oder nicht? Ob ich sie mag? Sie machen für gewöhnlich ihre Arbeit. Reicht das etwa nicht? Ist sonst noch was? Verstehe immer noch nicht, warum Sarah die Einzige ist, die wir rausschmeißen können. Alle anderen haben sie uns doch auch freiwillig angeschlossen. Ob das ein Bug ist oder tatsächlich als Feature gedacht ist, weil Sarah so... weil sich an Sarah die Geister scheiden, sag ich mal, weil vielleicht manche so eine verrückte Type nicht mögen. Weiß ich nicht. Okay, das war's schon. Ich komme wieder, falls ich euch brauche. I'll be back. Codex-Eintrag freigeschaltet. Aufstieg. Aufstieg. Haben wir alles. Haben wir hier alle. Kommen wir jetzt wieder zu Varric. Mit Liliana haben wir gequatscht. 11 Minuten, dann quatsch ich jetzt auch noch mit Cole. Hallo Kohle. Kohle, 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 tralala. Ihr habt die Templer aufgenommen und sie in voller Stärke belassen. Trotz ihrer Taten. Es waren ihre eigenen Leute. Es ist gefährlich, wenn zu viele Männer in derselben Rüstung denken, sie hätten recht. Ihr solltet euch vorbereiten. Es wird bereits lauter. Was wird lauter? Ich weiß es nicht, aber da sind Echos, die über uns schwappen. Wellen, die ein Stein in einem Teich erzeugt, nur rückwärts. Aber zuerst werdet ihr sie schließen. Ich hoffe, der Schmerz lässt nach. Ich helfe euch, wenn ich kann, aber ich drücke mich nicht immer richtig aus. Ihr habt mir in der Festung der Sucher geholfen. Von mir aus könnt ihr euch ausdrücken, wie auch immer ihr wollt. Ich habe geholfen. Es ist schön, das zu hören. Ich werde es versuchen. Okay. Ich würde mit euch gerne über die Templer sprechen. Sie sind voller vergessener Lieder, wie Varric. Und einige von ihnen sind zu laut. Es ist schwer, in ihrer Nähe zu sein. Cullen ist sanfter, aber der Dämon stellte ihm Fragen, die ihn verletzten. Evangeline war freundlicher. Ich will es erklären, aber ich... Rhys' Mutter sprach mit Geistern, aber nicht mit ihm. Dann starb sie für eine Templerin, die er liebte. Worte sind nur verzerrte Echos von Ereignissen. Was? Du redest nur... Was haltet ihr von den Templern im Allgemeinen? Einige von ihnen mögen es, Magiern weh zu tun. Es macht sie glücklich oder weniger verängstigt. Oder er träumt wieder und wacht zitternd auf. Er durchsucht das Gelände nach einer, die wie sie aussieht. Es gibt immer eine Regel, die gebrochen wird. Aber nicht alle Templer hören zu, wenn sich das Flüstern in ihnen windet. Sie versuchen, die Leute zu beschützen. Wie Cullen. Die Guten unter ihnen erinnern sich daran, dass auch Magier Leute sind. Könnt ihr mir genauer erklären, wie sich die Templer für euch anfühlen? Sie fühlen sich älter an, als sie aussehen. Sie wurden verändert und ihre Körper sind nun unvollständig. Das Lyrium hilft ihnen, aber ihre Körper sehnen sich immer nach einer Verbindung zu etwas Älterem. Etwas, das größer ist als sie. Deshalb blockieren sie Magie. Sie greifen nach diesem anderen Ding und für die Magie bleibt kein Raum, um sich zu entfalten. Varric fühlt sich auch so an. Genau wie ihr, nur dass euch euer Mal nach oben zieht. Könnt ihr mir genauer erklären, inwiefern sich die roten Templer von anderen Templern unterscheiden? Das rote Lyrium ist anders, dunkler, wie Dolche unter der Haut. Es frisst euch innerlich auf, bis nichts mehr von euch übrig ist. Sie hören ein anderes Lied. Das Lied hinter der Tür, die altes Geflüster geöffnet sehen will. Sie sind leblos, lichtlos und leer. Oh, das kann es doch nicht gewesen sein. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. Nein, wir unterhalten uns jetzt. Jetzt? Den Bauch voller Gebete schmort sie wie Schinken. Der Glaube an Göttliches gewährt einer Sucherin Schutz. Ich würde mit euch gerne über die Inquisition sprechen.
Ich verstehe es nicht. Die Leute reden über sie, als wäre sie eine Person. Dabei ist sie noch nicht einmal ein Ding. Ein Dolch kann eine Möglichkeit sein, Leid zu beenden. Doch selbst wenn nicht, so ist er doch immer noch ein Dolch. Die Inquisition ist nicht real, solange sie nicht irgendetwas Reales dazu macht. Sie ist wie ein Geist. Wir unterhalten uns später. Wo er recht hat? Vermutlich. Klingt irgendwie logisch. Natürlich, wir sind kein Ding. Doch er ist derjenige, der sie getötet hat. Er kann sich nicht erinnern. Sondern eine Organisation. Ja, dann war's das schon mit Cole. Später. Das war ja kurz und schmerzlos. Da habe ich mich ja total verschätzt, was die Gesprächszeit angeht. Seid gegrüßt. Hallo. So, und wir wollen jetzt erstmal Stufe 11 werden, bevor wir uns in den Pfahlbruch begeben. Das heißt, wir werden weitermachen in der verbotene, ich will immer verwüstete Oase sagen, weil es eine Wüste ist und weil ich im Kopf habe, dass es irgendein Wort, dass das mit Fer anfängt, will ich immer sagen, verwüstete Oase, ist doch verrückt. Verrückt? So, ja, Falbo später. Hier haben wir noch 6 Quests, das Drachen. Drache ist, glaube ich, Stufe 12 in den Hinterlanden. Würden wir dann machen, denke ich, nachdem wir die Oase fertig haben, ich sage jetzt nur noch Oase, die Oase fertig haben und den Fallbruch fertig haben und vielleicht auch, nachdem wir die Hauptquest erledigt haben, den nächsten Part. Machenschaften der Kater. Valamar. Das machen wir erstmal. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir ja noch nach Valamar wollen müssen. Sonst noch irgendwas, was ich hier später machen wollte? Die Risse. Stufe 12 Risse mit Stufe 10. Könnte klappen. Und die entdeckten Sehenswürdigkeiten. Die letzte gibt es beim Drachen. Ich bin unschlüssig, was wir machen. Ich denke, wir machen erstmal ein bisschen in der Oase weiter. Dann sehen wir mal was anderes. Hinterland haben wir jetzt so lang gesehen. Wenn wir dann hier in der Oase erstmal fertig sind oder mehr oder weniger fertig sind. So, wen nehmen wir denn jetzt für den Rest der Woche noch mit beim Questen? Ich würde sagen, wir packen Cole mal ein. Dann brauche ich aber auf jeden Fall einen Tank. Cassandra war letzte Woche bei, dann nehmen wir Blackwall mit, dann nehmen wir Cole mit und als Mage. Vivienne war auch erst mit, nehmen wir Solas mit. Gucken wir mal, was das für eine. Ich denke, da Solas so Dämonen und nichts affin ist, entwickeln sich da bestimmt auch interessante Gespräche mit Cole. Kann ich auch nicht sagen, weil ich selber Cole nie dabei hatte im privaten Spielstand. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Solas erstens der Einzige in der Gruppe ist, der Cole wirklich annähernd versteht, denke ich mal, weil er halt Ahnung von Dämonen hat, weil er sich sein Leben lang mit Dämonen oder lange Zeit seines Lebens mit Dämonen, mit dem Nichts beschäftigt hat, ins Nichts gereist ist, viel Zeit im Nichts verbracht hat. Ich glaube, das wird spannend. Und ja, Blackwall, keine Ahnung, was Blackwall dazu für eine Meinung haben könnte zu Cole. Mit Cassandra wäre es bestimmt auch nicht uninteressant geworden. Naja, jetzt haben wir Blackwall dabei. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Und dann werden wir hier, denke ich, beim nächsten, da war Blackwall gerade groß im Bild, beim nächsten Mal weitermachen. Ich wollte ja ursprünglich erstmal hier hinten den Riss machen. Den hier können wir später immer noch machen. Hier unten, so viel kann ich schon mal verraten, hier ist weiter nichts außer dieser Riss. Deswegen würde ich sagen, machen wir es tatsächlich so. Wir nehmen uns in der nächsten Folge erstmal den Riss hier vor. Und dann schauen wir mal. Dann wird es auf jeden Fall spannend hier in der Oase, wie wir an einige Scherben rankommen. Ich weiß es selber nicht mehr. Einige sind mit ziemlich krampfhafter Rumhüpferei verbunden. Zumindest habe ich nie zu allen einen wirklich einfachen Zugang gefunden. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
Das aber alles in den nächsten Folgen. Bisher sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.